Was ist ein Pumpernickel? Uff, ein furzender Zwerg. Juno No Jack ist eine geniale Idee, weil es ein klassisches Quizspiel ist, wie Wer wird Millionär, das es als Juno No Jack erschienen ist, noch gar nicht gab. Aber das eben nicht total dröge mit langweiligen Fragen und langweiligen Kategorien macht, sondern das Ganze voll auf Humor setzt, der meistens auch noch funktioniert. Meine Fresse, waren die You Don't Know Jack Spiele lustig. Und die gibt's ja leider, die ganzen neuen, soweit ich das überblicken kann, nicht mehr auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Mhm. Hat das eigentlich jemals jemand auf Englisch gespielt? Ich fand nur, in Deutsch fand ich es halt schon so fantastisch. Auf Englisch ist es extrem schwer, weil die Fragen halt noch auch Englisch sind, also auch englische Kultur, Geschichte und bla betreffen und dann hängst du halt da nicht so. Das waren teilweise, wer denn 1998 den Super Bowl gewonnen hat, mit welchem Quarterback oder so. Oder so. Ja, who beats me? Aber Max hat ja gerade schon gesagt, Quizduell, das ist ja auch wieder so ein Phänomen halt einfach. Ne? Jeder spielt oder spielte zumindest mal eine ganze Weile Quizduell auf seinem Smartphone. Und damals wurde diese Faszination Quiz einfach schon entdeckt. Und ja, also hat damals einfach schon mega viel Spaß gemacht. Der Sprecher ist super, die Fragen, die Witze, einfach das stimmt einfach alles, macht Riesenspaß. Und vor allem, wenn du es dann mit mehreren Leuten spielst, zu viert an einem Rechner, Chaos pur, du lachst dich kaputt. Die Fragen, das waren ja keine totalen Scheißfragen, dass man die gar nicht lösen kann, sondern das ging ja schon darum, du musstest ja Sachen wissen und die sind einfach super lustig in Fragen verpackt gewesen. Ja. Das, was versteht man unter Vietcong? A, Hongkong, B, Betong, C, Pingpong. Kennst du das noch? Die richtige Antwort ist weder A noch B noch C, sondern was zum Naschen. Weißt du das noch? Der Sigi bei der Bulli-Parade. Ja, Sigi Sport. Super. Ich würde jedem Publisher jetzt vorschlagen, zu jedem Spiel so ein Add-on mit rauszubringen. Ja. Weil bei den ganzen Spieleserien Resident Evil, 10 Teile von Battlefield, da so ein lustiges Quiz, You Don't Know Battlefield, You Don't Know Resident Evil zu machen. Wäre lustig. Yakuza! Sagt man da Yakuza oder Yakuza? Es gibt sogar die Aussprache Yakuza, also Yakuza, dass das U quasi komplett verschluckt wird, ja. Aber ich habe also in vielen japanischen Anime-Serien, ich gucke die ja meistens mit japanischem Originalton, habe ich tatsächlich auch schon unterschiedliche Aussprachen gehört. Okay. Auch eines dieser Spiele, die ich eigentlich immer spielen wollte und es immer irgendwie nie gemacht habe. Es ist eine dieser Spielwelten, die alle Stereotypen bestätigt, die man so im Kopf hat. Du läufst durch eine asiatische Großstadt und plötzlich sprechen dich willkürliche Menschen an der Straßenecke an, weil sie denken, dein Kung-Fu stinkt und es kommt zum Kampf. Stell dir mal vor, das wäre echt so Münchner U-Bahnhof, aber nicht so irgendwas, wo du sagen, Peschke, dein Kung-Fu stinkt und dann geht's schon los. Ja. Super. Die Spielereihe finde ich richtig gut, wie ich auch Mafia richtig gut fand. Ich bin da irgendwie so Fan von solchen, ja, Mafia-Geschichten, sei es jetzt im östlichen Bereich oder im westlichen. Yakuza war selber ein bisschen Nachfolger im Geiste zu Shenmue. Da ist sogar irgendein Chefentwickler irgendwie involviert gewesen. Und was es mit den späteren Teilen immer mehr gemacht hat, war in die Welt sehr abstruse, abwechslungsreiche Aktivitäten einzubauen. So, du konntest dann irgendwann Golf spielen gehen, dann konntest du am Spielautomaten sitzen, dann konntest du wohl sehr viel flirten bzw. mit irgendwelchen Hostessen irgendwelche Beziehungen eingehen. Die glänzen ja dadurch, dass sie abgesehen von der Hauptgeschichte unendlich viele so Nebenaktivitäten haben. Also auch mit diesen ganzen Jobs, die man machen kann und Nachtclub-Aktivitäten und so. Das hat das ganze Gangsterleben da noch mal etwas interessanter gemacht. Da war ja auch immer, was mich genervt hat, ich weiß nicht, ob es in jedem Teil so war, aber zumindest in den letzten beiden oder so, dass die ja immer für Deutschland gekürzt wurden, aber nicht im Sinne von Gewaltkürzungen, sondern genau auch so Minispiele und Storykürzungen. Ja. Gerade auch, wie lange es teilweise nach dem östlichen Release gedauert hat, bis die Dinger dann mal außerhalb Japans aufschlugen. Also da waren ja teilweise, ich glaube, 2 Jahre dazwischen oder so. Also das ist schon irgendwie irre und tut natürlich dann dem Ansehen einer solchen Serie außerhalb Japans nicht sonderlich gut. Und ich fand diese geil, das fand ich aber so schön, dass es eben da überall diese japanischen Schriftzeichen gab und ich so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt bin ich in meinem japanischen GTA irgendwie und hat mich auch ein bisschen heiß gemacht auf Japan. Ich mag Yoshi. Ich mag das Mario-Universum. Und ich mag Yoshi, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte. Das erste Yoshi's Island war ja gar kein Jump'n'Run eigentlich, sondern eigentlich so ein, wie sagt man, Edutainment-Spiel, was nämlich jungen Erwachsenen die Gefahren des Kinderkriegens. Ja, absolut, das hast du schön zusammengefasst. Weil dieser verdammte Schrei als Mario, da hat man sich das dann ganz schnell anders überlegt, dass man das nicht. Das stimmt aber wirklich, also das hat einen teilweise echt so ein bisschen genervt, dieses Gequäke, wenn Mario dann in seiner Seifenblase davonflog. Ich stell mir vor, du hast ein Baby daheim und dann kommt eine Krähe und trägt das Baby weg. Glaubst du, es sagt, nee, das beschwert sich auch in echt.
Also eigentlich idealistisch. Nein. Hast du schon mal nachgedacht darüber? Dass das eigentlich ein Simulator ist? Ein Erziehungssimulator. Was ich bei der Super Nintendo-Version von damals so erstaunlich fand, dass es für mich eines der ersten Spiele war, wo mir richtig bewusst wurde, dass sie nicht nur einfach mehr Details reinmachen, irgendwie bessere Grafik, sondern einfach einen richtigen, sich für einen Stil entschieden haben. Also gerade auch für damalige Verhältnisse, es zu wagen, mal in grafische Gefilde vorzubrechen, die es ja so noch nie gab. Also diese quietschbunte Optik, die auf die Super Mario World Optik einfach noch mal ein bisschen mehr Zuckerguss draufgesetzt hat, war total toll, war total stimmig. Und ich sag nur eins, woll Yoshi. Oh, ich liebe alle Yoshi-Geräusche, dieses Flup, Flup, wenn er mit der Zunge irgendwas einsaugt und dann in ein Ei verwandert und dann dieses Und ich hab teilweise einfach nur das Ei so lange halten lassen, weil ich gewartet habe, bis ihm die Puste ausgeht. Yoshi ist sowieso eine der geilsten Erfindungen ever. Das Viech sieht so niedlich aus. Es ist so cool, es war spielerisch so wertvoll in Super Mario World. Und ja, fantastisch. Auch das mit den Eierschießen gefällt mir. Wie toll das Titellied von Yoshi's Island auf dem N64 war, wenn das die kleinen Yoshis alle gesungen haben. Also was ist Yoshi eigentlich von, was ist denn das für eine Spezies? Das ist ein Schildkrötendrache. Schildkrötendrache. Mhm. Hast du das? Ja. Yeah. Wow. Ja, ich weiß das. Wow. Sehr gut. Yoshi, immer wieder ein gern gesehener Charakter. Und zwar ja nicht nur in der Yoshi's Island Serie, sondern auch bei unzähligen weiteren Mario-Spielen wie Mario Kart, Mario Party, Mario Golf und so weiter und so fort. Aber Yoshi's Island immer wieder toll. Da, 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 da. Ja. Yay. Why? Yay für Y, für Yay. Waren das Yay wie Nee-Spiele? Ich habe jetzt einfach ein eigenes Wort erfunden. Finde ich aber gut. Finde ich auch gut. Ich bin gedanklich aber schon gar nicht mehr bei der Abmoderation. Ich bin schon quasi bei unserer letzten AAA-Folge, denn da wird dann auch endlich meine Lieblingsspielserie gefeatured. Zoo Tycoon. Ja, genau. Das wird der Hammer. Schreibt ein, Leute. Und schreibt eure Lieblingsspiele mit Y jetzt in die Kommentare. Tschüss.